5 Jahre jung. Wir hatten im Verlaufe des Nachmittags das Thema schon ein paar Mal, dass diese Blutführung hier in Hünxe, hier auf dieser Station, schon alleine so viel bewirkt hat über Escamillo auf der Vaterseite, der hier gewirkt hat. Der Sohn des Escolar, Rohdiamant, De Niro, Landadel, Zeus, dahinter steckt auf der Vaterseite bei Escamillo auch noch dieser Erfolgsstamm der Familie Wendeln. Und wenn wir dann auf die Mutterseite schauen, dann ist diese Blutführung mehr als hier zu Hause. Veneno, der hier gewirkt hat, der Vitalis-Sohn aus der Diamond Lady vom Diamond Hit, nochmal Landadel Argentinos. Und dann ist hier die rechte Großmutter, die Mutter des Fiedertanz. Und Hermann Schulte hat es selbst so oft gesagt, eine reine Freude war es immer wieder, diese jungen Pferde, diese Fohlen zu sehen. Und die reine Freude, die Fiedertanzmutter ist hier auch die rechte Großmutter von Escaneno über Ravallo Frühlingstraum 2. Ja, Escaneno ist ja im Moment auf dem Klosterhof, da er ja, zumal er ja jetzt sportlich ein wenig mehr Einsatz hat, er hatte seine Sportprüfung vor wenigen Wochen in Münster zum dritten Mal in Folge gewonnen. 3-, 4- und 5-jährig war er der beste Hengst gewesen, überragende Noten in der Rittigkeit bekommen. Und ja, er hat sich, finde ich, schön weiterentwickelt, trotz seines anstrengenden Zuchtjahres, was er letztes Jahr hatte. Letzte Woche war er noch in Dänemark gewesen, ist da gekürt bzw. anerkannt worden, war auch 3 Tage unterwegs gewesen. Trotzdem bin ich froh, dass das alles so klappt hier. Und dieses Jahr wird er sportlich auch ein wenig eingesetzt werden. Wir haben schon ein wenig Bundeschampionat und oder Weltmeisterschaft im Plan. Wir müssen mal ein bisschen schauen, wie wir das mit dem Deckgeschäft vereinbaren können. Aber den groben Plan haben wir so. Und ja, wenn man dann Fiedertanz sieht, vor wenigen Schaubilden und jetzt ihn sieht, sind das schon beides zwei tolle Hengste. Und wenn man ihn ins Auge guckt, kann man die Verwandtschaft schon ein bisschen sehen. Man kann so viel über Linien, über Familien erzählen, man kann so viel nachweisen über die Erfolge der Vorfahren, aber wenn ein Hengst dann so sehr in Eigenleistung überzeugt, dass er zum dritten Mal in Folge, wie Tobias gesagt hat, seinen Test gewonnen hat und das in diesem Jahr, mehr kann man als Hengst selbst, und das ist die Persönlichkeit, die in diesem Hengst steckt, nicht erreichen. Und Jakob, dir auch nochmal ein Riesenkompliment. Jetzt hier auf dem dritten Hengst, der Reiter vom Klosterhof Medigen, der uns Escaneno hier prima präsentiert. Genießen wir diesen Stammhalter des Fiedertanz, der vielleicht seine eigene Ära begründen wird. Escaneno. Meine Damen und Herren, er verlässt uns. 5 Jahre ist er erst jung und er hat so viel noch vor sich. Escaneno!